Warum YouTube? Warum YouTube? Weil manchmal lustige Stellen drin vorkommen. Warum gucke ich YouTube? Weil es lustig ist und unterhaltsam ist. Und es auch interessant ist, ja, und unterhaltsam. Weil es lustig ist und weil es immer neue Videos gibt. Man kann auch einiges lernen, wenn man was will. Ich gucke YouTube, weil es mir Spaß macht, die YouTuber zuzugucken und ja. Welche YouTuber gucke ich? Ich gucke Bibis Beauty Palace, der GB, Melina, Joyce, Kelly und noch ganz viele andere Art von Videos gucke ich. Ich gucke Comedy und ich gucke halt auch Sachen, wo die reisen und so, und dann gucke ich Beauty-Videos. Ich schaue meistens mehr Comedy an, da schaue ich mir immer Bibis Beauty Palace an, Dagi, Joyce. Ich gucke Videospiele, Musikvideos, Mutproben und ich gucke die YouTuber Gomme, Paluten und die Lochis. Ich gucke gerne Let's Plays oder wenn ich irgendwas wissen will, auch Tutorials. YouTuber wie Also ich gucke mir hauptsächlich Lifestyle an. Mein Lieblings-YouTuber ist Apo Red. Was würdet ihr machen, wenn ihr YouTube-Stars wärt? Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, Fans treffen, ganz viele Kommentare beantworten und Autogramme geben. Ich würde noch ein paar mehr Videos machen und natürlich Autogramme geben, Kommentare beantworten und in der Welt auch herumreisen und anderen meine Videos zeigen. Ich würde mir sehr viel Zeit nehmen, Videos zu machen und ich würde auch sehr viel Autogramme geben. Ich würde viel Zeit mit dem YouTube aufnehmen verbringen und editieren von Videos, Fans treffen oder halt Kommentare beantworten, nicht unbedingt, sondern sie mir durchlesen, wenn es was zu beantworten gibt, vielleicht auch was zu beantworten. Wenn ich ein YouTube-Star wäre, würde ich halt die Leute viel mitnehmen, was mein eigenes Leben betrifft und ja. Ist YouTube gefährlich? Ein bisschen. Also zum Beispiel Hater-Kommentare sind nicht so gefährlich, weil YouTuber gucken nicht so richtig auf Hater-Kommentare. Ja. Ja, auf jeden Fall. Es wird manchmal gefährlich, wenn man zum Beispiel zu viel von sich preisgibt, also seinen Namen, seine Telefonnummer und eben alles. Ist YouTube gefährlich? Manchmal. Ich finde, YouTube kann gefährlich sein, ist aber eigentlich, muss nicht unbedingt gefährlich sein. Es hängt halt davon ab, wie viel du von dir selbst sagst. Kann schon gefährlich werden, wenn irgendjemand irgendwie wütend auf dich ist oder irgendwas passiert ist, solltest du vielleicht nicht unbedingt deine Adresse sagen. Meiner Meinung nach ist YouTube nicht gefährlich.